Unser Mittagskurier Dieter Bellmann war in dieser Woche ganz im Süden Sachsen-Anhalts unterwegs, in Goseck im Burgenlandkreis. Berühmt wurde Goseck durch das Sonnenobservatorium, das erst vor einigen Jahren entdeckt und rekonstruiert wurde. Heute gehört es zu den Stationen der Tourismusroute Himmelswege. Und auf diesen Weg hat sich jetzt Dieter Bellmann gemacht. Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, auf den Himmelswegen von Sachsen-Anhalt. So heißt eine Tourismusroute im Süden des Landes. Sie verbindet archäologisch bedeutsame Orte miteinander. Und dazu gehört auch Goseck, unser heutiges Ziel. Gestern haben wir schon das Sonnenobservatorium kennengelernt. So, und jetzt wollen wir uns das Schloss ansehen. Von den Anfängen als Burg im 9. Jahrhundert und von der Zeit als Benediktinerkloster hatte ich Ihnen schon berichtet. Nach dessen Auflösung im 16. Jahrhundert ließen es die neuen Besitzer zum Schloss umbauen. So wurden im 19. Jahrhundert Teile der Mauern neu konstruiert und mit Wein bepflanzt. Diese Veränderungen ermöglichten schließlich auch den romantischen Blick in das idyllische Saaletal. Heute treffen sich die Besucher am liebsten unter dem 170 Jahre alten Gingobaum im Schlosshof. Und so machen wir es auch. Sebastian Pank, Sie sind Vorsitzender des Fördervereins und haben das neue Konzept für Schloss Goseck entwickelt. Ja, das habe ich natürlich gemeinsam mit dem ganzen Verein entwickelt, in dem viele Künstler, Musiker aus Leipzig und aus Berlin Mitglied sind und uns hier unterstützen bei der Arbeit, die wir haben. Das Konzept nennt sich heute Musik- und Kulturzentrum, beziehungsweise sogar noch hochtrabender, wir wollen es nennen, Europäisches Musik- und Kulturzentrum. Wir finden verschiedene Konzertreihen statt. Ja, wir haben dann ziemlich schnell angefangen, kurz nachdem der Verein gegründet wurde, die Goseker Schlosskonzerte. Eine Konzertreihe mit alter Musik, also Barockmusik, Renaissancemusik und noch frühere Musik, bringen wir hier, die einfach zu dem historischen Ambiente dieses Schlosses passt. Und dann gibt es noch eine andere Reihe mit Chanson und Blues und Rockmusikern. Das sind die Goseker Schenkenkonzerte, die in der bereits fertig sanierten Schlossschenke stattfinden. Das gibt es einmal im Monat, immer donnerstags. Das ist für junge Leute toll. Das ist dann für junge Leute toll, aber auch ältere Leute, die vielleicht so in den 70er, 80er Jahren Liedermacher gehört haben, die treffen hier manchmal auf alte Bekannte und freuen sich dann beim Bier abends auf der Terrasse zu sitzen oder in der Schenke und der Musik zu lauschen. Im Moment wird hier ja viel gebaut. Ich glaube, jetzt ist die Kirche dran. Hier wird immer gebaut. Seitdem ich hier wohne, wird hier immer gebaut. Es finden immer Konzerte statt und immer Baustellen. Wir freuen uns immer über die Baustellen, weil jetzt mit der großen Baustelle der Kirche wird quasi das Herz des Goseker Schlosses wiederbelebt und wieder repariert. Man wird also die alten Farben aus dem 19. Jahrhundert wieder hervorholen, wird sie an den Stellen, wo sie fehlen, ergänzen. Man wird die Decken reparieren, man wird die Emporen reparieren. Und dann werden in die Kirche auch bestimmte technische Voraussetzungen eingebaut, um die später innerhalb des Musik- und Kulturzentrums als Veranstaltungskonzertkirche nutzen zu können. Seit 1997 gehört Goseck zur Stiftung Dome und Schlösser in Sachsen-Anhalt. Das Schloss bietet auch vielen Gruppen und Künstlern Gelegenheit für Seminare, Workshops und Proben. Sebastian Pank hat noch eine kleine Überraschung. Ja, liebe Zuschauer dieser Sendung, wenn Sie dann bei uns zu Gast sind, überreichen wir Ihnen noch eine sehr schöne CD. Die CD heißt Rosenmond und Lindentraum. Diese CD wurde hier auf Schloss Goseck produziert. Außerdem überreichen wir Ihnen das aktuell erschienene Heft zur Geschichte von Goseck mit sehr schönen Illustrationen und zu guter Letzt natürlich noch zwei Karten für eine unserer Veranstaltungen.